Und damit herzlich willkommen zu Railroads Online. Es ist ein bisschen her, dass ich doch das letzte Mal gespielt habe. Muss gestehen, ich hatte bei der letzten Karte nicht so große Motivation weiterzubauen. Wegen der Karte an sich, das Gelände war mir ein bisschen zu heftig, dass ich da irgendwie schön bauen kann. Aber von Railroads Online gibt es ein neues Patch, also der Winter-Update, der irgendwie nicht so im Winter kommen ist, also im Februar kommen. Und er hat ein paar Sachen mit dabei, die mir sehr gut gefallen. Also zuallererst eine neue Karte, auf der wir uns hier befinden, und zwar Aurora Falls. Das ist so ein bisschen Alaska-Team-mäßig, wenn wir uns mal die Karte hier so mal angucken. Wir haben da oben Bergregion mit Schnee, hier unten ein bisschen so das Flachland, die ganzen Industrien sind hier schon platziert. Also wir können nach wie vor auch eigene Industrien platzieren, so ist es nicht. Ich habe mir das schon mal kurz angesehen. Die Industrien sind soweit glaubwürdig platziert. Das passt. Und die Geografie hier ist soweit so, dass man da auch anständig auch in nachvollziehbar Schönbau bauen kann. Also es hätte Potenzial, dass das vielleicht jetzt eine Staffel wird, wo ich immer alles verbinde. In schön. Versprechen wir das noch nicht. Guckt auch so ein bisschen auf meine Motivation drauf an und was ihr so sagt. Lassen wir hier nochmal neu anfangen. Wenn, dann wird es sowieso im Multiplayer dann interessant, wenn wir dann hier so die Strecken hier machen. Wenn wir anständig unterwegs sein, ich meine, da zum Beispiel dieser Canyon, kann man natürlich durchfahren. Hier am Berg sehe ich schon, dass man hier so irgendwie im Zickzack hier rauf fährt, zum Beispiel hier so und dann hier rauf oder da irgendwie so rauf. Aber dass es dann nachvollziehbarer ist. Und hier unten sollte es dann einigermaßen gut klappen. Die Industrien sind neu da, wir haben auch eine neue Lok, also vor allem die Class 125. Kann man sich mal ganz kurz ansehen. Also inklusive neuen Rollmaterial. Okay. Machen wir mal den Fokus. Ach ja. Der Kollege da. Der hat jetzt tatsächlich eine Funktion. Also man kann sich jetzt hier Schnee einstellen. Der Schnee kommt dann auf den Schienen rauf. Und man kann jetzt tatsächlich Schnee pflügen. Das ist auch so ein Ding, was mir sehr gut gefällt bei dem neuen Update. Neue Personenwagen. Ich will jetzt mal hier Lok. Ist vermutlich einer der letzten. So. Das ist sie. Die 125er. Die größte. Ich bin kein Fan vom Tender, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist eine dicke Lok da zum Umspielen. Oh. Haben sie den Lockensound angepasst? Okay. Gut. So viel mal zu dem. Unsere Startlok ist hier die Montezuma hier. Die werde ich dann auch nochmal umbenennen bei Gelegenheit mit den zwei Wagen. Und wir haben hier ja diese Saatpaletten jetzt hier für eine der neuen Industrien, aber die gab es ja vorher schon. Und da dachte ich mir, wir bringen die dann mal zur Weizenfarm, also dass wir hier die erste Strecke bauen. Dann brauchen wir auch eine Strecke zum Wasserbrunnen. Wobei ich frage mich, ob wir den Wasserwagen auch nicht hier auffüllen können. Das müssen wir ausprobieren. Habe ich noch nicht gemacht. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns doch mal die Karte so an sich an. Und ich merke gerade, mein Cheat funktioniert nicht mehr. Ich glaube, den tue ich mal ganz schnell aktivieren. Liebe Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und jetzt funktioniert es auch wieder. Railroads Extended. Der hilft einfach immer. So, gucken wir mal, wo wir hin müssen. Wir müssen irgendwo... Da hinten ist es, glaube ich, meinte ich. Ja, genau. Dort zu dem Bauernhof. Der ist hier auch neu. So, da brauchen wir einerseits hier Wasser. Und hier kommen die Saatpaletten hin. Also soweit, so easy. Auf der anderen Seite gibt es dann hier Heuballen und... Achso, das ist nur die Weizenform. Bin mir nicht sicher, ob hier noch was dazu kommt. Und da hat es dann Getreide. Wo ist der Boden eigentlich so weit eben hier? Ich glaube, der ist leicht abschüssig hier. Okay. Karte. Kann ich mir so nicht angucken. Ich würde mal sehr gerne da unten das Tal zum Holzfäller angucken. Das wäre in die Richtung. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Auffahrt hier.
Oh, das war gerade ein bisschen sehr steil hier. Holzfäller. Große flache Ebene. Mal auf die Karte gucken. Irgendwo hier hinten. Ja, doch. Hat noch gut Platz. So, da ist er doch. Okay, also wir haben da ganz gut dieses Haus da, ne? Dass das da so Steps drin steht, das ärgert mich von Anfang an. Da muss man hier so eine blöde Kurve machen. So, die Frage ist, wie kommt man jetzt bei dem am geilsten hier hoch? Also das ist ja schon mal keine Option hier hinten. Ich meine, da hat es die große Schneise zum Reinkommen. Wie kommt man dann hier runter? Ja, so wie ich gesagt, hier so. Wird dann noch halt ein bisschen steil. Eine Form, aber das glaube ich ist machbar. Okay, dann haben wir da hinten noch das Ölfeld. Das ist glaube ich eh dieses Tal hier, wo man hier reinfahren kann. Ja, das kann doch schön werden, wenn man dann hier mit dem Zug unterwegs ist. Nice. Alles klar. Dann hier schön rein, dann kann man hier ein gutes Terminal basteln. So in der Kurve. Da sehe ich mich. Ich ziehe wieder raus. Wo geht's denn dann dahin? Achso, da geht's grundsätzlich wieder Richtung Rinderfarm und Kohlemine. Oh, die Kohlemine können wir tatsächlich auch noch. Oh, schaut doch mal, wie cool das aussieht. Also hier auf der Map ist das Gelände wesentlich durchdachter als wie in der Karte davor. Kollege Mine. Auch sehr viel Platz hier. Das einzige, was ich da gern hätte, wäre mehr Bäume hier. Das ist ein bisschen zu sehr nix. Als wäre der Pfad hier schon ein bisschen so vorgegeben, wo man fahren sollte, da wo keine Bäume sind. Aber ich denke ein bisschen laut. So, ist hier hinten noch was? Nee. Aber da beim See haben wir die nächsten zwei Industrien. Da ist die Bergkette. Das ist der Fleischverarbeiter hier unten. Okay, da muss man auf jeden Fall mit einer Kurve hier rein. Lass mal gucken, du brauchst doch garantiert Kohle, so wie es aussieht. Ja. Fine Meats. Und hier kommen die Rinder rein. Okay, Viehtransport wird noch witzig. Und da hinten haben wir schon mal eine Industrie für Gold. Oh, wo kommen wir hier rein? Das Terminal geht da direkt Richtung Wasser. Das finde ich nicht so geil. Da werden wir ein bisschen improvisieren müssen. Aber auch du, Kohle. Werkzeug brauchst du. Stahlrohre. Und dann gibt es Golderz hier. Okay, das wird ein bisschen später kommen. Oh, das Ding bewegt sich sogar. Okay. Ja, cool. Haben wir das auch gesehen. So, jetzt mal das Highlight hier von der Karte. Ja, Berg mit Schnee. Wir können jetzt auch die Schiene mit permanent Schnee bauen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Na, ich weiß nicht, ob wir von da kommen werden. Kartentechnisch, lass mal kurz gucken. Jetzt sind wir hier. Echt großes Plateau, glaube darauf eher dann nicht. Ja, doch, das. Also, wenn man es auf das Plateau hier geschafft hat,
Ja, ich glaube, schon sind ja auch noch wieder zum Laufen mit. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus, dass man hier gut Platz hat. Dass man dann hier dann so nach oben kommt. Da bin ich da. Also das untere Plateau, das ist das obere, der Anfang. Ja, das wäre noch interessant zu wissen, was das dann für eine Steigung hier ist. Ist auf alle Fälle nicht ohne, so wie es aussieht. Und dann nach oben auf die allerhöchste Ebene. Und da hinten ist dann die Mine. Die da hat so richtig viel Platz hier. Könnte für meinen Geschmack ein bisschen bergiger sein. Da ist die Goldmine. Mal kurz gucken, was du so brauchst. Ich glaube, ich sehe schon mal Kohle da unten. Jo, Kohle, Balken, Gleise und Werkzeug. Ist die Frage, welches Übel man nimmt, aber wir werden auf jeden Fall mal hier nach oben hinfahren. Bergstrecke muss sein. So, das wäre das nächste hier hinten. Goldschmelze, Eisenerzmine und Brechwerk. Okay, ich glaube, da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen hier so überfliegen. Ah, oh, sogar mit einem kleinen Bach. Das ist ja nett. Okay, da hinten ist eine. Aber auch da sehe ich, dass man von da hinten so runterkommt. Und da habe ich einen Anruf gekriegt. Das war nicht so gut. Tja, hab mal ganz kurz an der Wettereinstellung hier ein bisschen rumgespielt. Sieht doch gleich viel angenehmer aus. So, da das Plateau. Da wollte ich ja weiter reingehen. Auch wieder extrem viel Platz. Also das finde ich schon geil, dass man hier ein bisschen Platz zum Bauen hat. Aber warum fehlen da überall die Bäume? Oder gibt es mir zumindest eine Möglichkeit, Bäume zu platzieren? Hinten der See. Schauen wir uns mal ganz kurz das an, was das Sägewerk zu sagen hat bezüglich der Platzierung. So, gehen wir mal hier runter. Und da hinten haben wir auch den Wasserturm. Ah, okay. Das ist also hier so platziert. Oh, das ist wieder so elends laut hier. Könnte knapp werden. Kann man aber mit einer Kurve hier arbeiten. Und wie sehen wir auf der anderen Seite aus? Geht direkt ins Wasser. Vermutlich mit einer etwas engeren Kurve hier arbeiten. Damit ich ja Platz habe für mehr Wagen. So, und da hinten der Turm. Gehen wir hier mal ein bisschen schneller hin. Der auf einer leichten Anhöhe hier drauf ist. Na gut, da hat es ganz gut Platz. 217 von 400. Okay. Ansonsten haben wir hier noch eine andere Industrie in der Gegend. Nee. Da waren wir wieder beim Holzfäller, Weizenform, Raffinerie. Okay. Ja. Oh, ich. Der Sound hier. Komm ich raus, dankeschön. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal die erste Strecke. Was ich glaube, am Anfang waren wir hier eingleisig, vielleicht mit Ausweichen. Zweigleisig können wir dann sehen, wie dann die ganzen Verbindungen so weit laufen. Also ich sehe es eh schon, dass wir da mehrfach die Strecken bauen werden oder neu planen. Den Part da hier, den habe ich schon mal vorgebaut. Normalerweise hat man hier nur diese drei Gleise, die glaube ich irgendwo hier enden. Und dann kann man hier selber rausziehen. Ich weiß ja, in der letzten Map habe ich ja Gleise hier reingemacht. Das mache ich natürlich offensichtlich nicht mehr. Jetzt wo hier die Dinger da drin sind. Aber auf der anderen Seite könnte man noch was machen, beziehungsweise hier werden wir, glaube ich, irgendwo wieder ein Depot hinklatschen. Platz hat es ja, vielleicht auch da hier so.
Aber fürs Erste minimalistisch. Und ich würde sagen, wir fangen hinten bei der Industrie an, damit ich ein Referenzgleis habe. Also bei der Industrie hier. So. Ich glaube, ich möchte den Flugcheat mal mit deaktivieren. Er ist uns ein bisschen nervig. Jetzt wird es dann spannend bezüglich der Ausrichtung. Das sieht übrigens nicht so geil aus. Aber ich kann damit arbeiten. Okay. Oh, das sieht so aus, als ob die Industrien jetzt sauber am Raster ausgerichtet sind. Ich würde sagen, wir platzieren das hier so. Und bitte einmal einrasten auf gerade. Kann man das so machen? Ich meine, das Teil da ist ein bisschen nah dran. Aber hier, glaube ich, wäre der Abstand soweit auch ganz okay. Ich glaube, ich möchte es nochmal so einen ganz kleinen Tick hier versetzen. So vielleicht. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen besser. Dann haben wir hier noch ein bisschen Luft zu dem. Und das sieht gerade aus. Okay, so macht das Bauen dann schon mal ein bisschen mehr Spaß. Mache ich die andere Seite auch gleich mit dazu. Wird ja schon... Stimmt, wir können... Okay... Oh, bitte macht es nicht die ganze Zeit. Okay, kein Easter Egg hier oben. Aber witzig, dass man hier raufgehen kann. Okay, ja, ist ja gut. Ich hab's gehört. So. Hier. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt hier nicht passt. Interessant. Hier passt es nicht und ich habe jetzt an der Ausrichtung nicht irgendwas. Sag mal, schwebt das hier? Es schwebt hier so leicht. Ja, Details. Das gefällt mir nicht hier mit der Ausrichtung. Machen wir es mal ganz kurz umgekehrt. Sagt, ungefähr hier passt's. So. Oder doch? Nee, ich hab's einfach nur doof platziert. Ich glaube... Ah, okay. Alles klar. Ich glaube so grundsätzlich, wenn hier ist der Abstand schon ein bisschen groß hier. Will ich das wirklich so machen? Ich glaube, wir machen die Ausrichtung hier ganz klein tick anders. Wenn wir jetzt hier nochmal das Gleis hier reinholen. In einer Schritten. Drei, fünf, 9,7. Das ist eine schräge Zahl. So. Kann man? Also jetzt sind wir hier wesentlich näher dran. Außer man nicht mehr die gleiche Ausrichtung wie das untere Gleis. Aber ich glaube, das gefällt mir ein bisschen besser. Und dann die zwei Gleise irgendwie zusammenfällt. Wobei, macht das Sinn?
Getreide muss, also mal kurz gucken. Spezielle Raffinerie, die muss zur Rinderfarm nach hinten. I guess. Wird noch nicht nachgesehen. Weizenfarm. Heuballen. Vermutlich muss beides da unten hin. Ich möchte, glaube ich, die zwei Hauptweise hier verbinden. So. Wir brauchen eine Kurve. Haben wir hier 10. Also 100. Gehen wir hier enger, vielleicht auf 80. Ja, ich glaube, fürs erste können wir hier auf 80 gehen. So. Plus minus. Auch mit dem Gleis dann gerade stehen wir Runde. Karte gucken. Wir müssen, glaube ich, nicht allzu sehr hier einschlagen. Schaue ich in die richtige Richtung? Glaube ja. Frachtdepot, wo bist du? Beziehungsweise wie bist du von hier aus ausgerichtet? Ah, so. Es ist also per se schon mal gar nicht so doof, was ich mache. So, und wir haben bis jetzt noch keine einzige Steigung drin. Sagen hier gerade, ich glaube, wir können mal immer größer einstellen. Und irgendwie noch auf das andere Gleis hier kommen. Vielleicht ab hier eine Weiche. Das wäre Weiche rechts. I guess. So, Step Point, bitte ändern. Einmal auf so. Wann kommen eigentlich mal die Weichen, die man selber machen kann? Wie sie es damals mal kurz gezeigt haben. Aus dem Projekt hat man irgendwie sehr lange nichts mehr gehört. Ich würde mal auch so sagen, plus minus so. Wollen wir das hier mal Auto verbinden lassen? Das sieht jetzt in dem Winkel doof aus. Und der hat es hier nicht sauber verbunden. Das sieht jetzt auch nicht so geil aus. Okay, ich glaube, das will ich hier nicht so lassen. Machen wir das mit einem größeren Abstand hier. So, was würdest du jetzt da hier basteln? Da sieht das wieder so komisch aus. Wieso macht der das? Was gefällt dir hier nicht, dass das... Oh. Ich frage mich, ob das zu einer Gleisung führen kann. Wenn ich jetzt hier ganz normal weiterbaue... Ne, dann macht er das auch. Machen wir das mal hier ganz kurz fix, mal zum Testen. Dann macht er das auch. Wieso sind die jetzt nicht mehr sauber zusammen? Ist das da hinten auch der Fall? Was ist denn hier der... Tatsache. Okay. Ist jetzt nicht so schön, aber gut. Solange das beim Fahren keine Probleme gibt, dann kann ich das ja hier mit dem Auto verbinden, wenn das jetzt normal ist. Dass das so ist.
Spiel. Machen wir bitte den Block raus und gehen mal hier ran. Okay. So, hier werden wir das Gleis noch ein bisschen verlängern, sonst können wir hier nicht abladen. Fürs Erste werde ich es erstmal funktional machen, bevor ich das dann hier in schön ausbaue. Okay. Ich hoffe, mit den Standardwagen, die wir hier haben, können wir das auch soweit bedienen. So, und nach wie vor, mal kurz gucken, wenn wir jetzt hier weiterfahren würden. Wo kommen wir raus? Ziemlich genau da, das ist aber nicht so cool. Ich glaube, wir machen da nochmal so einen Schlenker. Das ist so 100. Die Richtung. Ja, ich glaube, das könnte was werden. 100 gerade aus. Sind immer noch der gleichen Höhe. So, und jetzt machen wir hier mal einen kleinen Trick. Einfach nur, um zu gucken, wo sich die Gleise da kreuzen würden. Jetzt hier einfach mal. Oh, da braucht es eine Steigung. Aber für das Experiment, was ich jetzt gerade vorhabe, ist das jetzt egal. Wobei, da sehe ich es jetzt dann nicht mehr. Vielleicht reicht es schon. Wo ist das andere Gleis? Ah, doch. Das wird sich genau da kreuzen, wo ich es nicht mehr sehe. Lass uns das mal hier angucken. Ja, okay. I see. Jetzt machen wir denn 2% nach unten. Kann man das machen? Sieht zumindest nicht mega doof aus. Und vielleicht hier jetzt mit einem Kurvenansatz rüber. Das wird nix. Vor allem hier müssen wir wieder runterkommen. Uwe, werd du mal. Oh, Schatz. Das war jetzt gerade ein bisschen viel. Ich glaube, ich brauche hier einen neuen Pfad. Oder ich fahre hier einfach steil nach unten. Mal kurz gucken, wenn ich jetzt hier 0,5 nach unten. Jetzt sind wir also ein bisschen in der Wiesen hier drin. Wird noch passen. Und hier muss es dann 2,5. Das ist auch 3,5. Es ist halt. Ah, doch ein heftiger Knick hier. Sieht das doof aus? Schon so ein bisschen, ne? Oh je, also wie viel Schwimmbau muss ich das anders machen? Wollen wir einfach mal für die Time Being das mal auf Magic Art verbinden? Ne? Spiel? Hallo? So, warum habe ich jetzt da nichts zum. Was sind hier irgendwo Schienen?
Okay, machen wir es mal mit da hinten. Jetzt machen wir es einfach quick and dirty. Ich will jetzt zumindest eine Sache hier mal abgeliefert haben. Der lässt mich das nicht verbinden. Warum nicht? Ist dein Problem das, dass du da hier in den Boden reingehen würdest? Da machen wir es halt doch händisch. Das ist so ein bisschen. Ob es jetzt von hier aus schafft. Das verbindet. Ah, geh auf die Weiche hin. Wow, das. Das ist eine echte Achterbahnfahrt. Oh ne, das. Sag's euch gleich, das baue ich nochmal neu. Aber denke ich mal ohne der Kamera. Sidre! Boah, schon lange nicht mehr gemacht. Immer wieder einheizen. Mit die 11. Prozent. Neues. Wendeanlage. Okay. Wie sieht's mit Wasser aus? Ach ja, das ist ja jetzt auch neu. Das neue UI. Da haben sie ja auch gesagt, sie machen das eh nochmal neu. Und ich hoffe, sie machen das wirklich nochmal neu, weil das sieht dezent sehr schräg aus. Okay, aber Wasser. Was ist das hier? Das ist der Holzvorrat da hinten quasi. Das hier ist Sand. Okay. So, hier gehen wir wieder raus. Ich merke gerade, wir müssen hier hinten das Gleis nochmal verlängern. Sonst komme ich hier nicht am Wasserturm ran. Das ist zumindest so mit dem Wagen nicht. Bitte einmal gerade ausrichten. Dankeschön. Gut. Na, bist du drin? Nee. Echt, das hat er jetzt hier so genommen mit dem Abstand. Nee. Das muss ich jetzt gerade mal testen. Bremse gelöst. Warum heißt es Wendeanlage? Der hat es wirklich mit dem Abstand jetzt hier genommen. Das sieht dezent beschissen aus. Gehen wir weiter zusammen hier. Mal das hier wieder zusammentun. Oh. Ja, sieht besser aus. Wenn er dann jetzt hier so zusammen bleibt. Okay. Los geht's. Also diese Steuerung. Okay. Oh, und ich werde jetzt mal testen, ob man die Weichen jetzt hier aufbauen kann. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, ging das nicht. Die werden es jetzt gleich erfahren. Na? Gleisen oder nicht gegleisen? Ja, okay. Das geht nach wie vor nicht. Okay. So, komm. Hallo? Wieso? Hä? Ach, und das ist auch noch so. Es geht nur von einer Seite. Ja. Okay. Ich muss mich da wieder an Railroads Online
gewöhnen. Warte mal, hat die Lok überhaupt bremst? Ja, doch, sie bremst. Gut. So, nochmal aussteigen hier. Dann war noch Übung hier. Bremse. Das war anziehen. Einmal nach hinten bitte. Ich glaube, ich stelle mir das wieder auf Englisch ein. Also, dass das Wendeanlage heißt, damit komme ich jetzt irgendwie nicht zurecht. So, einmal so. Dankeschön. Das braucht man nicht. Und wenn ich noch was ändern würde, der Hall-Effekt macht hier irgendwie gar keinen Sinn. Also in einem Tal oder so, ja, aber hier wie dies. Ja toll, ich war falsch. So, vorwärts. Falsche Richtung. Bremsen, danke. Das ist halt schon ein Unterschied zu Rayboarder. Ich muss jetzt nach wie vor sagen, wird Rayboarder noch fertiger. Auch wenn es ein bisschen unfair ist, die beiden Spiele zu vergleichen. So. Jetzt ist richtig. Bremsen, dankeschön. Und einmal retour. Also ich glaube, zu schnell sollte man mit der Weiche nicht hier fahren. Jedes Mal, wenn wir hier drüber fahren, dann hüpfen die Wagen hier. Man könnte meinen, hier vorne fehlt irgendwie was. Oh, und was wir jetzt dann gleich nochmal einstellen werden, ist der Schnee. Und wir wissen, wie das ist, wenn man hier mit der Dampflok auf ungeräumten Schnee hier herumfährt. Ich meinte, der letzte Stand war, es hat fahrtechnisch keinen Impact. Aber ich will es trotzdem sehen. Warum? Okay. Okay, da ist er kuppelt. Warum geht's hier nicht? Ah, jetzt. Gut. Die Wagen sind so winzig. Wasser. 0 von 5900. Ja, ich glaube, wir brauchen Wasser. Ja, jetzt kann ich machen meine deren Sicht hier. Nee. Oh, das könnte passen. So, komm runter hier. Ja, so viel zu könnte passen. Willst du dich? Nee. Man, ich sehe es, es ist offensichtlich auf die Seite geht, aber kriegt es nicht weiter nach da vorne. Das ist ein bisschen sehr knapp gemessen. Jetzt vielleicht?
Nee. So. Also, jetzt sieht es aber gar nicht mehr so falsch aus. Ja. Okay, wir fahren hier nochmal so einen ganz kleinen Sprung zurück. Ja, vermutlich eh schon wieder zu viel. So, kommen wir hier rüber. Ist jetzt was? Es ist kurz auf 1 gegangen. Ich glaube, er registriert da schon was. Oh, das stimmt hier nicht. Wieso nimmst du das Wasser nicht an? Spannend. Sehr spannend. Der Verbrauch ist aber auch nicht der höchste. 398 wird wieder voll. Ach, jetzt kommt da was. 400. Ja, okay. Ich glaube, das könnte noch ein bisschen dauern, bis das hier voll ist. Ich würde sagen, ich mache mal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann, wenn ich wenn ich mit dem Marken dastehe und so gucken, wie das beladen wird. Und dann fahren wir eine kleine Runde hier fürs Ende von der Episode hier. Liebe Leute, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar nicht so, wie ich angekündigt habe, denn vermutlich hat es der ein oder andere schon ins Kommentar reinschreiben wollen. Ja, mit dem Wagen kann ich die Dinger da hinten gar nicht laden, sondern die sind ja für Holzstämme da. Ja, ich dachte, das wäre gegangen. Ja, stellt sich heraus, die Palettendinger, die gehen halt in die Wagen hier rein. Können wir hier sogar aufmachen. Und ich habe dann auch gleich mal 2 von diesen Tankwagen hier geholt. Denn ich will jetzt gerade schon mal ausprobieren, ob man den Wasserturm zweckentfremden kann. Und die Dinger damit laden kann. Aber ich gehe mal davon aus, das funktioniert. Gut, gehen wir mal rein in unsere Lok. Mal die Bremse lösen. Die Weiche ist soweit richtig. So. Und ja, während ich da für mich da mal ein bisschen rangiert habe, ich hätte ja gern einen Wunsch an die Entwickler. Also dieser Hall-Effekt. Entweder macht es den, dass es besser zur Geografie gerade passt, oder gibt es uns eine Option in den Toneinstellungen, dass wir den abstellen können. Dauerhall finde ich nicht so schön. Aber nur meine persönliche Meinung. So. Wir schleppen die 2 Wagen einfach mit. Sieht dann im Gesamten ein bisschen schöner aus, wenn wir hier ein bisschen Güterzug haben. Jetzt ist noch ein bisschen blöd, dass ich die Wagen da hinten noch nicht sehe. Jetzt wäre natürlich ein zweiter Mitspieler nicht schlecht. Naja, da geht noch gut was. Eigentlich könnten wir mal testen, ob wir unseren Zug hier zum Stehen bekommen, wenn wir hier die Handbremse nutzen. Also irgendwann wird das sicherlich mal zum Stehen kommen. Ist eigentlich noch ein großer Abstand hier, ne? So. Klappe auf. Okay. Jetzt. Ja, das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Dann können wir hier auch schon mal aufmachen. Gut, da müssen wir ein bisschen weiter nach vorne.
So, Johnny. Beziehungsweise könnten wir auch einfach mal ein bisschen cheaten. Mal ein bisschen raus mit der Kamera. Wobei so wirklich viel mehr sehe ich jetzt auch nicht. Das für den ersten Wagen da schon reicht. Nö. So 2 Meter ungefähr noch. Oh, komm her. So, jetzt soll's aber einigermaßen hinhauen. Naja. Okay, probieren wir es einfach mal. Komm mal her, du. Einmal eine Runde. Ja, knapp daneben ist auch daneben, ne? Er wird auf jeden Fall nicht befüllt. Laden ein aus. Gehst du noch ein bisschen höher? Ja, jetzt ist das Ding natürlich hier wieder ausgegangen. Ist natürlich super optimal. Die Steuerung. Komm mal runter hier. Ah, ich glaube, ich muss den doch noch mal ein kleines Stück nach hinten machen. Ich glaube, es könnte jetzt noch an der Position scheitern. Kleines Stückchen. Dankeschön. Es kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Ja, es ist jetzt ein bisschen daneben. Ein bisschen weiter nach links. Nee, das passt nicht. Weiter nach hinten. Also irgendwann schaffe ich das nochmal in der Episode. Komm, schlag es. Und ich weiß, dass ich ganz hinten die Handbremse noch drin habe. So, aber jetzt. Wenn es jetzt nicht geht, weiß ich auch nicht. Es ist fast drin. Nach oben. Warum hört das Wasser eigentlich auf, wenn ich mir das Ding da unten angucke? Vielleicht noch ein Stück nach oben. Ich glaube, das wird nichts mit dem Wassertank hier. Also jetzt geht's definitiv hier rein, aber wir werden nicht beladen. Also es geht fast da rein. Vielleicht noch ein Stück nach oben. Ah, jetzt hat's ganz aufgehört. Ja, also ich glaube, das wird nichts. Schade, ja, ein Versuch war es auf jeden Fall wert, also das funktioniert dann halt nicht. Aber der wird hier auch nicht weniger mit die 400. Schade, schade, schade. Aber warum geht das? Also, eigentlich würde es ja schon Sinn machen, dass es gehen würde. Schwan. Wasserquelle ist Wasserquelle. Schade. So, komm. Deckel bitte. Mach den Deckel auf. Hallo? Dankeschön. Ja, wie Zukunft, was ist einfach. Hallo. Danke. Oh, dieser Hall macht mich wahnsinnig. So, dann mal die Bremse mal hier weg.
Gut, dann machen wir halt die Wagen. Die einzigen, die wir dann beladen können. Haben wir wenigstens ein Teil geschafft. So, nach vorne. Was machen das Feuer? Dem geht's noch einigermaßen gut. Söderle, bitte einmal auf die andere Seite, Dankeschön. Wisst ihr was, da könnte man eigentlich die Türen schon mal aufmachen. So, einmal zurück, Dankeschön. Habe ich das aufs allererste Mal schaffe, dass ich so anhalte, dass der Raum noch beladen will. Ein Eisen hier. Ja, das könnte für einen zumindest funktionieren. Ah, oh, dieses Geräusch. Lange ist her. Oh, das ist schon alles einfach. Da gehen genau nur drei rein. Okay. Das ist wenig. Wir brauchen größere Wagen. Bin ich ja ewig lang unterwegs. Mit nur drei. Ich gehe mal davon aus, beim Wassertank mit den Kleinen wird es das gleiche sein. Drei Einheiten. So. Passt es? Ja, das muss eigentlich passen. Sehr gut. Dann Hütte zu, dann fahren wir jetzt endlich mal unsere wilde Strecke da hinten. Die ich garantiert nochmal neu bauen werde. So. Und das nächste wird dann sein Weg zum Holzfäller. Und zu der Wasserlocation, jetzt wo ich die Wagen gekauft habe. Ah, ich glaube, wir gehen in die Außenansicht. Ja, so gemischte Kühlzug sieht halt schon besser aus, als wie wenn man so rein ist. Was er so leisten, was er so abholzen. Stimmt, da war ja noch was, wo wir so Strecken bauen. Gott sei Dank bin ich nicht schwer. Gut wie immer. Okay, das ist alles weg. Hab ich jetzt hier alle? Ja, dich vielleicht noch. Ansonsten, glaube ich, sieht es gut aus. Was ist mit dem Baum da vorne? Ich glaube, so weit sind wir frei. Das ist hier eine baumfreie Zone.
Hui. Das wär's jetzt noch gewesen mit der Episode. Einmal schön gegen den Baum knallen und den Gleisen. Mal, wäre nicht mein erstes Mal. Ja. Hallo? Dankeschön. Abfahrt. Ich frage mich, ob es jetzt sogar irgendwie geiler ist, wenn wir hier die Hauptstrecke da hinten so entlang weitermachen, Richtung Holz, und dann da von der Kurve hier so reinkommt, wenn man hier quasi dann so ein paar Kopfgleise macht, dann fährt man in die Richtung auch wieder raus und nach hinten. Anstatt jetzt wie jetzt den direkten Weg, den wir da gemacht haben. Ich glaube, das könnte auch steigungstechnisch schöner aussehen. Wenn es gerade so in den Kopf geschossen. So, wie sieht's aus? Entladen? So, ach ja, stimmt ja. Da musst du mal X und Enter drücken. So, einmal rein hier. Perfekto. Dann hätten wir das auch, unsere erste Fracht deponiert. Ja, Community, ich lasse so ein bisschen euch entscheiden. Also, soll man hier auf der Karte mal ein bisschen Strecke bauen? Oder sagt sie, warte erstmal. Ich bin offen, ich lasse noch ein bisschen auf mich wirken. Eventuell werde ich, je nachdem, also unabhängig von dem, was ihr sagt, noch eine zweite oder dritte Episode machen. Aber ob wir das hier voll machen und eventuell Multiplayer spielen, das entscheidet ihr. Also lasst euch wissen in den Kommentaren. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Fahrt. Macht es gut. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Baubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.